US-Präsident Barack Obama sucht mit einem Kraftakt den Weg aus der Krise. Ein 450 Milliarden Dollar schweres Konjunkturprogramm soll der US-Wirtschaft Schwung verleihen und die Arbeitslosen von der Straße holen. In einer Rede vor beiden Kongresskammern appellierte Obama zugleich an die Republikaner, im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit mitzuziehen. Paukenschlag wenige Tage vor Beginn der internationalen Automobilausstellung. Anders als geplant werden Volkswagen und Porsche in diesem Jahr nicht mehr fusionieren. Hintergrund sind noch bestehende juristische Hürden. So fordern noch heute Investoren in den USA Schadenersatz in Milliardenhöhe. Der Kurzmitteilungsdienst Twitter wird für immer mehr Menschen in aller Welt zu einem alltäglichen Informationsmedium. Mehr als 100 Millionen aktive Nutzer klinken sich mindestens einmal im Monat ein. Die Hälfte dieser Menschen nutze Twitter sogar täglich, sagte Firmenchef Dick Costolo.